Wie cool wäre es, wenn du nicht nach jedem Blogpost immer wieder in Google Search Console einloggen müsstest und diese Seite zur Indexierung einreichen müsstest und das manchmal vergisst und dann geht es lange, bis diese Seite überhaupt auf Google erscheint oder wenn überhaupt. I've got you covered. Diese kleine Automation, wirklich simpel, macht genau das. Auf der linken Seite WordPress, Watch Posts. Da kannst du wählen, ob es bei geänderten Posts auch getriggert werden soll oder nur bei neuen. Super, Beiträge im Moment, wenn sie veröffentlicht werden. Meine Verbindung, ja, nicht viel zu sagen dazu. Dann einen Call zu der Web Search Indexing API, die Schnittstelle von Google, wo man über Programme zugreifen kann, um neue Seiten indexieren zu lassen. Dieses Modul sieht so aus. Auch relativ überschaubar. Wir haben da den Link zur Schnittstelle von Google, paar Angaben zum Link des neuen WordPress-Beitrags hier und nicht viel mehr. Tricky ist das Ganze verbinden, die Connection herstellen, weil das kann nicht, ja, du kannst nicht einfach das verwenden, wenn du nicht für deinen Account einen Zugriff eingerichtet hast. Und da geht, wenn du jetzt hier Add Connection machst, das musst du dann, gibst du irgendwie meinen neuen Namen ein. Und diese Authorization URI und Token URI, die erhältst du bei Google in diesen Schnittstellenbereichen hier. Wie das genau gemacht wird, erkläre ich alles Schritt für Schritt in Sam's Nuggets mit dem Download von diesem Workflow hier. Das kannst du mit den drei Punkten hier Import Blueprint. Liegt zu Sam's Nuggets unter diesem Video, schaust dir an. Da sind auch diverse andere nützliche Automationen drin, die dir Stunden pro Woche sparen, mir jedenfalls. Und da kannst du auch das übernehmen. Okay? Das eine kleine Notiz. Wenn dir solche Videos gefallen, gib mir einen Daumen hoch. Schreib in die Kommentare, wenn du Interesse hast an gewissen anderen Automationen, wenn du eine Idee hast für eine Automation und achte natürlich darauf, dass du diesen Kanal abonniert hast, damit du informiert wirst über weitere stromzeitsparende Automationen. See you soon. Bye bye.